Moin moin liebe Buddebären, herzlich willkommen zurück zum FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es gegen Hamburg im Finale des DFB-Pokals, also ein richtig krasses Nordderby. Da müssen wir mal schauen, ob wir da wirklich so krass spielen wie auch, gut zuletzt nicht, aber davor, das war ja schon ziemlich dominant. Jetzt geht's gegen den HSV, jetzt geht's ins DFB-Pokalfinale. An der Aufstellung fallen wir, glaube ich, nicht, oder? Das ist die erste Elf, die wird so weiterspielen. Und sehen wir mal. So, da sind wir im Berliner Olympiastadion. Hier wird natürlich jedes Jahr der DFB-Pokal übergeben an den Sieger. Da muss man meinen Ton leise drehen. Hier, ganz schön laut. Man ganz schön dampft die Fans hier. So, und ich muss noch eine Dummheit zugeben. Ihr werdet sicherlich schon bemerkt haben. Ich bin ja Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Also nicht nur in Real Life, sondern auch hier in FIFA. Und da durfte ich natürlich auch meine Spieler nominieren, die ich gerne dabei hätte. Und irgendwie kam es dazu, dass ich komplett den geilsten Stürmer der Welt übersehen habe. Nämlich Werner, der jetzt hier einfach mal durchtanzt. Ich will jetzt zu schön machen. Verdammt. Ich habe Werner vergessen zu nominieren. Und das richtig Schlimme ist, dass ich es nicht mehr ändern kann. Denn, der Nominierungszeitraum ist vorbei. Die Mannschaft, die ich jetzt nominiert habe, mit der muss ich spielen. Und wieso zur Hölle wollte ich mit Werner gerade so ein Kunststück machen, ey. Bin hier so im Online-Modus. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shaqiri da außen läuft auch nicht durch. Muss Werner, schaut euch das an. Den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen, aber Adler hat ihn gehalten, oder? Jawohl. Den verschießt der Werner nicht so leicht. Gute Parade von Adler und... Oh Gott. War das Caldirola, der den Ball komplett scheiße mit dem Kopf genommen hat? Ich glaube ja. Ah. Oh. Setzen die Hamburger hier gut unter Druck, aber die können sich noch immer wieder im Ball schnappen. Und wenn das so weitergeht, dann wissen wir alle, wie das endet. Nämlich mit einem Tor für den HSV. Ich muss hier meine Chancen nutzen. Durm. Goretzka. Der war aber hart gespielt. Immerhin unter Druck gesetzt. Einwurf für uns. 18 Minuten sind jetzt hier gespielt im Pokalfinale. Sieht gut aus bis jetzt. Schöne Flanke. Und da ist das Ding. Sivkovic. Nach toller Flanke von Werner, der sich da überaus gut durchgesetzt hat. Schöner Trick. Und von der Strafraumgrenze reingeflankt. Kopfballtor. Oh, böse aufgekommen. Ist ja halbtot, wie er da auf dem Boden landet. 1:0. Nach 19 Minuten. Drittes Pokaltor für Sivkovic. Ganz starker Angriff. So, und jetzt haben wir doch das Tor bekommen. Längst überfällig, auch wenn es so kurz gespielt wurde. Brandt will sich hier nochmal beweisen, sicherlich. Es ist ziemlich sicher, dass zwei Abgänge kommen werden in der nächsten Saison. Zum einen Brandt und Hajrovic. Was mir auf jeden Fall Mut macht, ist, dass einer von euch in den Kommentaren ja geschrieben hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, dass er in seiner Karriere auch Hajrovic verkauft hat und dafür 30 Millionen bekommen hat. Also... ich weiß nicht, ob ich auch noch so viel bekommen werde. Hängt natürlich immer noch von ab, wie gut derjenige, also was für gute Statistiken er hat. Denn wenn ich jetzt auf Anfänger spiele und 50 Tore mit dem in einer Saison mache und der hat trotzdem nur einen Wert von 78, dann kriege ich natürlich mehr für den. Als wenn ich jetzt hier, in meiner Karriere momentan, da spielt er kaum jetzt noch. Ist zwar ganz gut. What? Das war ein Foul von mir, was? Ach, naja. Hier ist er ja ganz gut, aber er ist halt nur Reserve. Nee, locker lassen sie nicht. Die wollen schon was reißen. Ja. Ist ja schließlich ein Finale. Das heißt, sie werden auch richtig offensiv gehen. Was war das denn für ein Pass? War das Gebre? Das war Gebre. Das war ein Foul. Ja, das kann man aufhalten. Von mir aus. Habe ihn ein bisschen weggestoßen mit dem Ellbogen.
So, hochspringen. Oh, er geht weit. Sivkovic, du bist da auch schnell. Du bist zweikampfstark. Aber mit Werner geht's besser. Den habe ich nicht nominiert. Wieso habe ich das nicht getan? Ja, vielleicht kann ich noch mal vor der WM. So, noch eine Flanke. Noch mal Sivkovic. Nee. Bam! Ich wollte es ausprobieren. Der hätte Meier hätte fast einen Fallrückzieher gemacht. Oh, was war das denn für eine schlechte Aktion? Habe ich Rüdiger rausge... Oh! Ja, will ich aber meinen. Das war ein hartes Foul. Gibt keine Karte, aber er hat gesagt, hier, Digga, pass mal auf. Lang hast du nicht mehr zu leben. So. Ey, ist hier Brand. Komm, jetzt reiß dich doch mal los da. Boah, dich verkauf ich definitiv, du. Aber sowas von. Der bringt gar nichts. Ich kann mit dem nicht spielen, Junge. Und so komm ich... Oh, er ist da echt nochmal reingekommen. Gut. Also Brand sehr jung, aber... nicht für meine Spielweise geeignet. Was mache ich denn da? Meier, pass auf. Kann zumindest ein bisschen zurückhalten, den Angriff. So, und jetzt haben wir ihn wieder, Goretzka. Okay, Rüdiger. Ich habe gehört, du willst auch mal gegen den HSV ein Tor schießen. Das ist ein mega geiler Schuss. So, im Wembley Stadium findet das Champions League Finale statt. Kleiner Hinweis für euch, dass ihr morgen einschaltet. Ich hoffe, das klappt alles. Zeitlich gesehen, dass ich das alles aufnehmen kann hier und euch teilhaben lassen kann am hoffentlich grandiosen Erfolg der Bremer, die jetzt ja gestern ordentlich auf den Sack bekommen haben. Ja, was heißt ordentlich? Sagen wir mal, sie waren ganz gut in der ersten Halbzeit, 3-2 in die Halbzeit gegangen und aus der Halbzeit raus so dann, also quasi direkt als es Anstoß, als den Anstoß zur zweiten Halbzeit gab, stand es ja schon 5-3 für Wolfsburg. Also das war mal richtig schlecht aus der Halbzeit gekommen. Sympathisch fand ich allerdings wieder Viktor Skripnik, der die Schuld dem Schiedsrichter gegeben hat, denn der hätte seiner Meinung nach nach der ersten Halbzeit schon einen Schlusspfiff machen sollen. So, und jetzt kommt Sivkovic hier durch. Adler, was machst du? Nichts, weil die Abwehr gut arbeitet. Halbwegs gut. Chancen über Chancen, ja. Hätte ich außen bleiben sollen, oder? Komm, Gebre. Lass den Rüdiger mal in die Mitte ran. Ich wusste, wieso ich den Rüdiger in der Mitte haben wollte. Denn da war jetzt keine Zuordnung. Christian Lustenberger. Den haben sie gekauft. Nee, das ist ein Talent. Das ist auch Fabian Lustenberger, kenne ich. Wollte schon sagen. Der Herr Tane. Ja, Leute. Danke. Ey, es ist unglaublich, dass da keiner kommt und ihm mal hilft. Wieso zieht er den Ball da nach hinten weg? Guck mal, jetzt ist hier wieder so eine Phase, wo ich richtig durchdrehen könnte, weil alles schief geht. Und der Drecks HSV, sorry dafür, macht hier einfach Tore. Foul. Ey, die Faulen hier, was ist denn los? Das war ein Abseits, ja. Oh Mann. Ach, jetzt muss ich hier noch so Gas geben, weil ich hätte in der ersten Halbzeit, ne, hätte ich echt schon hier 3-0 führen können von mir aus.
Aber der dumme Sektor, der dumme Sektor. Kann keine Tore schießen. Oh, wie ich die hier durchkommen lasse. Dumm, hau den Götz weg. Der nächste Saison bei uns spielt. Nein! Oh. Gibt's nicht. Unglaublich, was ich jetzt hier zulasse. Muss man ein bisschen offensiver stellen. Ach, jetzt fallen sie alle gleich hin, weißt du? Sonst immer... Was ein Stand, ey, unglaublich. Jetzt fallen sie alle hin. Da, schon wieder hingeplumpst. Hingeplumpst. Ey, was war denn das für ein Pass? Wieso? Was ist hier los? Was war denn das für ein Drecksprung? So. Lass doch weiterlaufen. Jetzt wäre Shakiri dran gewesen. Ach Gott. Werner. Eckball? Gibt einen Eckball, oder? Ja. Nee. Shakiri, komm. Oh Gott. Ja, nein! Das gibt es doch nicht. Da dachte ich, der Sivkovic haut den rein. Der geht weit weg. Was? Alter. Das war ja nicht mal abseits. Nein! Och, Brand, wieso kannst du nicht mal diesen einen Schritt weitergehen? Ey, diesen einen Schritt besser stehen. Foul? Nicht? Ach, verdammt, ey. Ich will nicht in die Verlängerung gehen. Werner, komm, Werner, komm. Oh, jawohl! Bam! Da feiert sich der Meier! Juhu! Krass! Ey, und dieser Pass, ne, der sollte eigentlich zu Sivkovic gehen. Ich war schon richtig perplex, wieso er den da hinten passt, weil ich den Meier gar nicht gesehen habe. Zweites Tor für ihn im Pokal. Hoffentlich das Entscheidende. Denn Hamburg, das hat man gerade gesehen bei dem Angriff, hat auch nochmal aufgemacht. Die wollten auch nochmal in die Offensive gehen hier. Das machen sie jetzt auch. Es war so gut, aber Shakiri hat halt keinen guten linken Fuß. Der ist, glaube ich, auch Rechtsfuß, oder? Ich glaube schon. Schade. So. Sivkovic. Da kam der Adler nicht raus und Sivkovic hat sich auch ein bisschen zu weit nach rechts gelehnt. Aber jetzt pfeift er ab. Wir haben das Ding. Jawohl. Das wichtigste Derby haben wir gewonnen. Zumindest das wichtigste Nordderby haben wir gewonnen. Denn jetzt folgt ja quasi sofort das Nord-Süd-Derby gegen den FC Bayern im Champions-League-Finale. Und die Mannschaft fällt hier, und das darf sie ruhig, ne? Die darf sich hier fallen lassen. Das war eine grandiose Saison bis jetzt.
alle Titel abgeräumt, die es abzuräumen gab. Wieder Feierlichkeiten hier. Einen schönen güldenen Pokal kriegen wir überreicht. So beautiful. Kommen ein wenig zu Tränen. Es ist unglaublich. Und alle so, hey! Sehr geil, sponsored bei Wiesenhof. Gibt's noch ein bisschen mehr Konfetti, oder? Kann man doch eh nicht mehr sehen, das grün-weiße Konfetti nachher auf dem Rasen. Ist alles so Grasfarben. Wunderschön. Wunderschön, den nächsten Titel also im Sack. Im letzten Part, den Bundesligatitel, haben wir übergeben bekommen zumindest. Den hatten wir ja schon lange sicher. So gut waren wir und jetzt sind wir deutscher Pokalmeister. Schade, dass es nicht die Lizenz gibt für den DFB-Pokal und für die Champions League. Das wäre natürlich richtig geil. Aber das kostet natürlich alles, ne? Und da will EA wohl nicht zu viel ausgeben. Schaut euch das an. Ey, wir waren sowas von überlegen. Unglaublich. Und Timo Werner, der arme Junge, da darf nicht mit zur Nationalmannschaft. Zumindest nicht in der Qualifikation. Ich hoffe wirklich, ich weiß nicht, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Darf ich für das Turnier nochmal meine Mannschaft ändern, meine Nationalmannschaft? Das wäre nämlich richtig geil. Na gut. Jetzt haben wir erstmal noch im Büro einige Sachen zu erledigen. Was ist denn da? Turnierpreisgeld, 1,5 Millionen, damit kann ich leben. So. Wer kann nicht? Erik Durm, ja, genau. Mhm. Alles klar. Eine Pressekonferenz. Das ist natürlich, wir loben uns einfach jetzt schon für den Sieg, den wir erringen werden. Denn gegen Bayern sah es immer gut aus. Sah es wirklich immer gut aus. Wir können mal schauen. Will mich jemand? Komm, ich bin so erfolgreich. Hoffenheim. Mhm. Florenz. Mhm. Hoffenheim. Ja, also ich bin der erfolgreichste Trainer der letzten Jahre. Ist klar, dass mich solche Vereine wie Hoffenheim und Florenz wollen. Der absolute Wahnsinn. So. Das reicht jetzt aber erstmal. Ein bisschen runterkommen und dann morgen den letzten Titel der Saison holen. Und dann können wir uns richtig entspannt vorbereiten auf die neue Saison. Vielleicht ja mit Facecam. Vielleicht. Wer weiß. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr mich die Saison begleitet habt. Aber das sage ich später nochmal genau im nächsten Part. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.